Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Birgit, sie muss... Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lili. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Jetzt kommt... Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf... Aber vielleicht in deinem Fall... Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lili musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lili, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke! Ganz toll, Lili! Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Hast du eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für das nächste Banner gefragt? Mm-mm. Na dann, pronto! Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Wie so oft. Waren Lili nur die... Lenk mich nicht ab! Es sei denn, du hast eine Idee, was ich als nächstes sticken könnte. Ich brauche das perfekte Motiv. Ein Tier, das wichtige Werte verkörpert. Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze, aber selbst die bekam Lili... Lass das! Das brauche ich als Vorlage.
Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so, dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Kapu war der... Lilly mochte ihn so gern, dabei fiel... Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lilly erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Voll zu hardcore. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten! In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. In jeder Maske gab nicht einmal... Die Maske aber hieß das... Nein, das heißt irgendetwas... Na. Die Maske aber... Nein, Na. Die Maske war nicht hungrig. Sie wirkte eher wütend. Die Maske, sie wirkte eher fröhlich. Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Leider war es aber wieder nur eine Methode, um Zeit zu verplempern. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Jetzt musste sie nur noch den Sprengkopf loswerden. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Lilly nahm die Suche nach dem passenden Werkzeug sehr ernst. Darum hielt sie jeden Gegenstand, den sie bei sich trug, gegen die Schraube, um zu überprüfen, ob sie sich damit lösen ließ. Lilly nahm die Suche nach... Darum... Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten.
Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Abends hing die Oberin hier, aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Oben an der Wand schien es eine Art, aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich un... Diese Idee konnte Lilly am besten gleich wieder an den Nagel hängen. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Lumpys Futternapf als Haustier der Oberin. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Lilly hatte die Funktionsweise des Essens. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Irgendjemand hatte das Meerschwein. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinaufreichte. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Dem Erzähler Tatsache. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto!
Für die Oberin zählten... Das Meerschweinchen war wohl müde. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Als Tiermodell wird... Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Birgit war die Demo. Worauf wartest du noch? Das Banner muss so schnell wie möglich in die Kantine. Dieses Banner. Birgit hatte. Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Birgit hätte sich mehr Mühe geben sollen. Birgit, dieses Banner war eine Schande. Weg damit! Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen! Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit! Es tut mir leid, ich wollte doch nicht... Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Das geschah Birgit ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche. Aber selbst die bekam Lilly... Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Die Tiermotive waren für Lilly die Oberin... Aber selbst... Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen.
Lili liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Die Tiermotive waren die Ober, aber selbst... Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Huh? Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lili hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Wir sind verdammt, verdammt! Wir sind verdammt, Aber psst! Sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. La, la, la. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Apokalypse now. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Apokalypse now. La, la, la. Der Untergang. Wir sind verdammt! Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Ob Lilly jetzt auch endlich Gumbo war? Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte.
Wer kommt denn da und will sein Repentant? Hau ab, oder? Sag mal, Blix, wenn du das Rezept willst, dann müsstest... War mir klar. Du bist ein... Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Die Maske... Na? Das war sicher nicht das Ideale. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Frank war voll und ganz mit den Boden. Was? Hä? Es tut mir leid! Du musst schon meine... Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch wie zum allein, aber in keiner Art, die verkehrt so bald. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe mich interessieren darüber, aber leider. Und solange ich nicht weiß, wo ich, also entweder, oder du gehst an. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Eine Emotion. Hm? Kennen wir? Aha. Wie, ich vergaß mich vorzustellen beim... Ich war Schäfer. Ja, einiges unter... Bei einem war ich nicht so wie... Hier ein mystisches Schiebe. Oh ja. In die Rockband mit... Die Zeit war einfach noch nicht... ich so alt, dass ich selbst... Und... dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Kloster. Ich muss zu... Nein, nein, keine Sorge. Ich habe deine Frage von vor... Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an das verdanke ich alles, was ich das erst ist, das esse, das dritt um mich, die Vitamine sind für die. Habe ich dir schon von ich beantwortet? Warte mal. Zum Glück habe ich mir extra für diese. Also mal an dem Tag. Fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett, das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht.
Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Habe ich dir schon von meinem... Ich glaube, alles, was ich brauche, genauer gesagt, beantwortet... Was ist... Hast du deine Frage... Ein kleiner Tipp. Das erste E steht für ESZ. Das zweite S... Das dritte... Um mich zu... Warte mal. Ich wollte... Zum Glück habe ich mir ex... Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles... aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templer-Symbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Lili hätte ja gerne noch eine Anekdote gehört, aber sie wollte den alten Mann nicht aufwecken. Lili widerstrebte es dem alten Mann, seine Erinnerung wiederzunehmen. Er hatte doch sonst nichts. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Hey, das ist meine alte Pfade. Lili hätte ja gerne noch, aber sie wollte den alten... Hey, das ist mein... Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu, das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen.
Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. In diesem Buch das meist Lady das. Was ist denn? Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint... So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück. Was? Nanu? Mal. Das sind zumindest schon mal dieselben, aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick um... Ja, aber die Seite mit den Auflösungen... So ist das Buch für mich wert. Es sei denn natürlich, du... Vervollständigen. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück. Was ist man? Mal. Aber das muss... Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt... Aber die... So ist es... Ja. Ja. Das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow,
Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt. Mann, das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Ah, herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Die Tür war fest verschlossen. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett im Beichtstuhl einzusperren, indem sie ein... Aber Lilly dachte gerade an Pun. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Lilly hatte die Ober... Aber selbst... Lilly hatte Edna noch nie so... Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Und? Hast du schon... Keine Zeit für Plaudereien. Zuerst müssen wir die Beweise vernichten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich du. Hast du schon meinen Ballon entfernt? Das sollte eigentlich nicht zu schwer werden. Ich habe ihn in der Haupthalle steigen lassen. Wenn wir Pech haben, ist er bis unter das Dach des Turms geflogen. Aber bei dem ganzen Gebamsel, was da so runterhängt, würde mich das sehr wundern. Stützbalken, Spinnenweben, bedrückende Stimmungen und vor allem der große Kronleuchter. Irgendwo wird er sich schon verhangen haben. Eine hervorragende Geschichte. Spar sie dir auf. Solange meine Knallfrösche noch an der Schuluhr hängen, rennt uns die Zeit davon. Du musst irgendwie da rankommen. Ach, es tut mir leid. Ich bin einfach so nervös. Solange diese Widmung noch im Baum zu lesen ist, wird Dr. Marcel mich sicher finden. Wie bekommen wir die nur je wieder weg? Jetzt, da du die Termiten vertrieben hast, wird dem Holz schwer beizukommen sein. Ich hatte mal ein Messer aus der Kantine stibitzt und selbst das hat nicht mal einen Kratzer im Stamm hinterlassen. Ich frage mich, womit Doris morgens das Pumpernickel schneidet. Sie muss noch über anderes Werkzeug verfügen. Psst, mir ist da gerade eine Idee gekommen, wie wir die Widmung... Verdammt, jetzt ist... Dann brauchen wir wohl doch richtig. Aber was? Das Holz des Schafs. Und selbst dort versagen die Kantinenmesser. Ich frage mich, wie du... Es tut mir leid, dass ich dir nicht... Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren über... Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in... Er ist böse. Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen... Gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unver... Oh, hallo Lilly.
Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb, aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Lilly war... Sie hatte noch nur den Toten, der nachts immer vor... Du... Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. No. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Hey! Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Ew. Einen Schraub... Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Ein Pudel, der Klassiker. Aber es gibt nur... Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Was denn? Das ist eine Kurzhalsgiraffe. Ein Pterodactylus also. Aber es gibt nur einen Ballon. Dann zeig mir ein Foto. Ew. Aber es gibt nur... Ew. Einen... Warum nicht? No.
Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, er ist ein Verbitter. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ich... Schon gut, schon gut. Du willst noch... Aha. Aber es gibt... Eine... Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie hatte nur Sorge, dass es Zucker irgendwann leid tun könnte. Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zuckers Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zucker von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für derlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Zucker schien Lilly nahm es ihr nicht. Sie war nicht aufs. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zucker von der Schaukel für der. Lilly freute sich immer, wenn etwas aber. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Lilly hätte den. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt. Halb so schlimm. Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken, aber das... Dem Erzähler verging langsam die Lust. Tatsache. Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der... Lilly hatte nicht den... Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Lilly fand Ednas Selbstporträt sehr gelungen. Sie hätte ihre rechte Hand dafür gegeben, auch so zeichnen zu können. Leider war sie nicht stark genug, um durch den Knochen zu kommen. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein.
Lilly hatte keine Ahnung, wie man raucht. Aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Morgen. Vielleicht. Jetzt fehlten noch zwei Beweise. Für die Oberin zählten nur... Warum soll... Was soll das? Das hat in meiner Kantine genauso wenig... Also verschwinden... Ich brauche etwas... Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Shawnee schien nicht in Lilly musste... Shawnee, Lilly. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Lilly würde noch viele Nächte lang von diesem Banner träumen. Das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können. So sehr freute sie sich für Birgit. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Lilly hatte noch nie eine Torte. Sie hätte diese Torte. Lilly. Da war es nun. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Birgit hatte es sich reiflich verdient. Warum hatte sie es nur liegen lassen?
Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder. Aber das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Lilly hätte ja gerne noch eine... Aber sie... Lilly hatte sich eine Muskete zum... Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Lilly hatte es sich angewöhnt, keine Messer mehr anzusehen. Sie fand es beunruhigend, wie sie aufmunternd zurückzwinkerten. Lilly hatte es, sie fand es. Shawnee schien, Lilly musste wohl. Hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung da. Lilly hätte halb so schlimm. Lilly war das. Lilly hatte nicht den. Zuka schien Lilly, aber. Zuka schien, aber das war ja. Shawnee schien nicht inter... Lilly musste wohl ein... Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Lilly hatte sich eine Muskete statt... Shawnee schien... Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz. Der Gargoyle war aus... Wieder einmal war... Was soll das? Das hat eben genauso wenig... Also versch... Ich brauch... Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte Lilly. Nein, dieses Banner hing genau richtig, wo es hing. Es vermittelte wichtige Werte wie Stärke und Selbstkontrolle. Lilly glaubte, den Effekt bereits zu spüren. Vor lauter Selbstkontrolle hätte sie am liebsten laut aufgeschrien. Nein. Es vermittelte wichtige... Lilly glaubte den Effekt bereits vor lauter Selbstkontrolle...
Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine genauso wenig. Also verschwinde, bevor... Ich brauch... Du solltest... Soll ich es dir zeigen? Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Also so langsam wirst du mir... Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurück habe, bleibt die Küche kalt. Du hast hier also nichts ver... Es sei denn, du hast das Rezept... Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht... Lilly würde keinen Unsinn mit der Motorsäge anstellen. Als pflichtbewusstes Mädchen wusste sie, dass man nicht einfach drauf lossägte. Sie würde bis nachts warten, wenn sie niemand störte. Lilly würde als pflichtbewusstes Mädchen wusste, sie würde bis nacht. Die Idee war gut. Leider fehlte das Benzin für die Kettensäge. Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Lilly vermisste die Termiten. Ohne sie... Dafür liebte Lilly den Garten. Täglich gab es neue Tierlaute zu hören. In der Komposttonne gammelten Gartenapfel, ein Paradies für Lilly konnte sich kaum an dem Bund. Na endlich, da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Wie ich diese Kinder hasse! Na endlich, Lumpi, hast du das Essen... Was? Und dann atme! Na endlich, Lumpi, was? Was? Und dann atme! Der Haken war nur für die Theke. Lilly liebte diese eigenwillige... Nie im Leben hätte sie es übers Herz gebracht. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Abends hing die Oben... Aber...
So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Diese Torte gebührte einst. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Kapu war der netteste. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Dabei. Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay, ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Hast du Shai schon den Brief? Nein. Kein Problem, ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlasse. Du bist wirklich die beste, Lilly. Riot Girl, Shibu, das ist alles. Ich bekomme das gar nicht in mein... Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange. Ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui, der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Oh Mann, Lilly. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Kapu. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Kapu auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. Ob ich mir noch was anderes an... Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Shibuya... Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Lilly wollte die... Sie sollten... Bald würden sie sich anfangen und... Ach... Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lilly bei sich.
Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Die Knallfrösche lagen endlich in greifbarer Nähe. Ach, wenn Capo doch nur gesehen hätte, wie geschickt Lady das angestellt hatte. Aber er war nun mit Chai an einem besseren Ort. Vermutlich im Garten hinter der Kantine. Geschafft. Lily hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lily, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lily wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ja, ich wette, du hast viel zu erzählen. Aber erst einmal solltest du dich einzig und allein auf das Tagebuch konzentrieren. Du schaffst das schon. Na, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Lily hielt es für eine gute Idee, sich die Taube erst einmal in Ruhe anzuschauen. Die Gefahr, dass der Vogel jeden Moment davonflattern konnte, nahm sie in Kauf. In dem Augenblick, als Lily das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lilis Weg nun in die Höhle des Löwen.